In diesem Radio Lab sollen Schülern Grundkenntnisse der Elektrotechnik und der manuellen Bearbeitung von verschiedenen Werkstoffen, Kunststoff, Holz, Metall vermittelt werden. Die Schüler fangen erstmal an, Grundlagen zu erlernen, handwerkliche Grundlagen im Bereich Löten, im Bereich Holzbearbeitung, Metallbearbeitung. In Form von verschiedenen Modulen bereiten wir die Schüler darauf vor und das Radio ist halt das Endziel. Der erste Arbeitsschritt war einfach aus dem Draht, also das war noch isoliert. Wir sollten das erstmal abisolieren und dann sollten wir das biegen mit einem Rundholz und danach sollten wir halt die Leuchtdioden da dran löten. Also ich löte auch gerade die LED an meine vorher gebogenen Teile dieses Herzes fest. Es hat halt einmal mit sehr viel praktischen Dingen zu tun, das mache ich halt sehr gerne. Es hat aber auch ein bisschen mit Theorie zu tun. Man muss zum Beispiel ausrechnen, was für einen Widerstand man jetzt benötigt, um Bauteile zu sichern. Sie müssen verstehen, wie der Strom fließt, was für Eigenschaften der Strom mit sich bringt. Und dann, wenn man das weiß, dann kann man solche Sachen auch bauen. Das Tonstudio ist die logische Ergänzung letzten Endes zum Radiobau. Wir sind in der Lage, im Tonstudio beispielsweise Audiodateien abzumischen. Kinder sind interessiert daran, selber etwas zu erforschen, für sich etwas herauszufinden, etwas zu gestalten, ihren Lernprozess sicherlich auch kreativ mitzubearbeiten. Und das macht ihnen Spaß. Praktisches Tun macht einfach Spaß. Forschen macht Spaß. Und das ist die Möglichkeit, die wir hier eröffnen. Deshalb machen wir ZTI, weil wir die Möglichkeit suchen, jungen Menschen frühzeitig den Kontakt mit Technik zu ermöglichen. Und wir unterstützen sie dabei natürlich in ihrer Studien- und Berufswahl. Wir möchten natürlich gerne, dass sich mehr für technische Disziplinen entscheiden. Aber wenn sie es tun, dann sollen sie es auch vorher mal richtig kennengelernt haben. Es geht darum, Sicherheit in der Berufswahlentscheidung vorzubereiten und damit auch Ausbildungs- und Studienabbrüche zu vermeiden.